Okay. Wir fangen an auf dem Rücken mit Füßen aufgestellt. Füße sind hüftbreit auseinander, Knie zur Decke. Du kannst die Hände neben deinem Körper haben mit den Handflächen nach oben oder eine Hand auf dem Bauch und die andere Hand vielleicht auf der, in der Mitte vom Brustkorb bei den Rippen. Fällt mir bei ein, mach mal, dass du deinen Yogagurt direkt neben dir liegen hast, dass du den Griff bereit hast. Okay, und wir liegen hier und wir atmen. Atmen ein, lieg durch die Nase, ganze Lunge voll machen, bis man sie nicht mehr voller kriegt. Und wir atmen aus, beim Ausatmen füllen wir die Luft aus der oberen Lunge, die Rippen kommen zusammen, dann vielleicht drücken wir die Bauchmuskulatur zusammen, drücken unsere Lunge aus wie ein nasses Handtuch. Und wir atmen ein in den Bauch, der Bauch hebt sich, Rippen auseinander, Brustkorb hebt sich, volle Lunge. Und wir atmen aus, der Brustkorb senkt sich, Rippen zueinander, Bauch kommt hinein und wir drücken wieder die Bauchmuskulatur. Atme hier noch ein paar Mal in deinem Rhythmus. Kannst die Augen gerne schließen. Ein und aus durch die Nase. Komme in der Stille an. Bleiben still in diesem Moment. Bitte versuchen nicht, über die Vergangenheit oder die Zukunft nachzudenken. Versuchen, präsent in dem Moment zu sein. Einen tiefen Atemzug hier, ein durch die Nase, wieder die Lunge ganz, ganz voll machen und wir atmen aus durch die Nase und am Ende der Ausatmung öffnen wir die Augen. Bring deine Knie zum Brustkorb, beide gleichzeitig und bring deine Hände auf die Schienbeine. Wenn du die Hände zusammenbringen kannst, kannst du das auch machen, aber das brauchst du nicht. Den Schienbein ist völlig in Ordnung. Zieh deine Schienbeine, deine Knie zum Brustkorb, aber versuch, den unteren Rücken auf den Boden zu lassen. Also kein, nicht wie so ein Marienkäfer, der auf dem Rücken liegt, mit einem runden Rücken, sondern schön flacher, gerader Rücken. Schultern bleiben auch auf dem Boden. Noch ein Atemzug hier. Und lass uns jetzt ein bisschen von Seite zu Seite schaukeln. Leichte Massage für den unteren Rücken. Und wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, bleib hier. Greif deinen Gurt, deinen Yoga-Gurt oder Schal oder was auch immer du hast und bring den Gurt um die Füße. Und der Gurt ist auf den Fußballen, also nicht zwischen in der Mitte vom Fuß oder auf den Hacken, sondern vorne am Fuß unter den Zehen. Halt deinen Gurt jeweils in einer Hand und flexe deine Füße, also die Zehen zum Gesicht, die Hacken gehen zur Decke und zieh den Gurt zu dir. Wenn du deine Beine nicht gerade machen kannst, ist es auch kein Problem, wenn du es unangenehm findest. Und die Beine sind so weit, wie sie weg sein müssen vom Körper. Die müssen nicht ganz gerade zur Decke sein. Einfach, wie du angenehm findest. Und hier auch wieder. Gerader Rücken, nicht den Po vom Boden wegheben und versuchen, die Beine gerader zu kriegen. Und hier einfach ein paar Momente halten.
immer die Zehen zu dir ziehen. Dadurch, dass du die Zehen zu dir ziehst, aktivierst du die Rückseite deiner Beine und fühlst den Stretch viel mehr, die Dehnung viel mehr in der Hinterseite deiner Beine, deiner Oberschenkel. Wenn an irgendeinem Zeitpunkt der Stretch, die Dehnung angenehmer wird oder zu leicht wird und du es nicht mehr wirklich spürst, kannst du den Gurt mehr zu dir ziehen, die Füße mehr zu dir ziehen. Bleib so, wie du es angenehm findest. Wir bleiben hier noch einen kleinen Moment. Vielleicht merkst du, wie in deinen Waden vorne am Schienbein die Muskeln arbeiten. Der Stretch ist doch sehr aktiv. Okay, und jetzt nehmen wir den rechten Fuß aus dem Gurt hinaus. Und du kannst den Fuß entweder auf der Matte abstellen oder gerade den Fuß, das Bein gerade ausstrecken. Nimm jetzt die beide Seiten von deinem Gurt oder deinem Schal in die linke Hand. Die rechte Hand geht auf deine rechte Hüfte und wir öffnen das linke Bein zur Seite. Öffne es nur so weit, wie du es angenehm findest und halte hier. Stretch in der Innenseite von deinem Oberschenkel. Immer noch den Fuß flexen und zieh den Fuß vielleicht ein wenig, wenn du versuchen möchtest, ein wenig zu deinem Gesicht wieder. Dadurch wird der Stretch in dem inneren Oberschenkel nochmal intensiver. Wir halten hier. Und genau wie vorhin, wie weit du das Bein öffnest, ist völlig dir überlassen. Du willst nur, dass du diesen Stretch fühlst. Wenn dafür das Bein nicht besonders weit offen sein muss, ist es völlig in Ordnung. Und achte darauf, dass deine rechte Pobacke weiter auf dem Boden bleibt. Beide Hüften sind auf dem Boden. Wir wollen nicht das Bein so sehr öffnen und dabei die Hüfte heben. Außerdem kann es auch sein, dass wenn du das Bein zu sehr senkst, dass dabei vielleicht sogar der Stretch rauskommt aus dem inneren Oberschenkel. Noch einen Moment hier. Und mit der nächsten Einatmung bring das linke Bein in die Mitte. Greife jetzt den Gurt mit der rechten Hand. Linke Hand auf die Matte, Handfläche auf die Matte, Arm neben dem Körper. Und jetzt bring das linke Bein auf die andere Seite. Und hier auch wieder, lass den linken Po, die linke Pobacke auf der Matte, also nicht zu weit in den Stretch gehen. Und hier auch wieder den Fuß flexen. Und dadurch, dass du den Fuß flexst, also Hacken von dir weg, Zehen zum Gesicht, wird der Stretch in dem äußeren Oberschenkel und in der Wade viel intensiver. Einfach nur eine kleine Bewegung im Fuß macht den Unterschied. Und hier nochmal für ein paar Momente liegen. Ein- und ausatmen durch die Nase. Und mit der nächsten Einatmung bring ganz langsam und vorsichtig das linke Bein wieder in die Mitte. Greif eine Seite vom Gurt in jede Hand und bring den rechten Fuß wieder in den Gurt. Lass uns hier einen kleinen Moment bleiben, die Mitte finden. Außerdem fühl vielleicht auch, wie sich jetzt das linke Bein und das rechte Bein unterschiedlich anfühlen. Wir haben gerade das linke Bein mehr gestretcht. Merkst du einen Unterschied? Vielleicht ist es wärmer, der Stretch weniger intensiv. Einfach bemerken, aber nicht bewerten.
kleiner Unterschied. Noch ein Atemzug. Okay, und jetzt nehmen wir den linken Fuß aus dem Gurt, bringen das Bein entweder gerade auf den Boden oder wenn du ein bisschen aufsetzen willst, den Fuß kannst du das auch machen. Und wir greifen den Gurt in der rechten Hand. Ich muss gerade überlegen, wie wir gerade angefangen haben. Gurt in der rechten Hand, linke Hand auf der linken Hüfte, auf dem Hüftknochen, wenn du den fühlen kannst, finde ich es auch okay. Und wir öffnen das rechte Bein zur Seite. Der Stretch im inneren Oberschenkel und hier auch wieder flexen den Fuß. Und linke Hüfte, linke Pobacke bleibt auf dem Boden. Schau zur Decke oder zu deinem Fuß, je nachdem, wie es deinem Nacken gefällt. Gerades Bein, drücke das Knie ein wenig durch, wenn es angenehm ist für dein Knie. Sonst kannst du eine kleine Beuge behalten. Aber ein gerades Bein intensiviert den Stretch auch nochmal mehr. Ein paar Momente hier. Und letzter Atemzug. Ein durch die Nase und ausatmen durch die Nase. Mit der nächsten Einatmung ganz langsam, vorsichtig das rechte Bein in die Mitte. Wir wechseln die Hände ab. Linke Hand hält den Gurt. Rechter Arm auf die Matte, Handfläche auf den Boden. Und wir ziehen das rechte Bein auf die andere Seite. Und hier auch wieder. Nur so weit, dass die rechte Pobacke, Hüfte noch auf dem Boden bleibt. Den Fuß flexen, um den Stretch an der Außenseite vom Oberschenkel, Außenseite vom Bein intensiver zu machen. Vielleicht ziehst du dein Gurt ein wenig näher zu dir ran, um noch mehr diesen Stretch zu fühlen. Brauchst du aber nicht. Sehr schön. Sieht gut aus. Und atmen. Atemzug ein durch die Nase und ausatmen durch die Nase. Und mit der Einatmung ganz langsam, vorsichtig das rechte Bein wieder in die Mitte. Wir greifen den Gurt jeweils in jeder Hand und bringen noch einmal den linken Fuß zum rechten Fuß in den Gurt und ziehen die Füße zu uns. Gerade Beine, Füße sind geflext. Zehen zum Gesicht und wir liegen hier. Und fühl den Unterschied. Po, glatter, flacher Rücken, Po zum Boden. Wir heben den Po nicht hoch, um die Beine näher zu unserem Gesicht zu kriegen. Aber vielleicht kriegst du die Füße ein bisschen näher zu dir. Schwerer Hintern, Po auf der Matte. Drei Atemzüge hier. Schultern sind auch auf der Matte. Letzter Atemzug. Und wir beugen unsere Beine. Wir nehmen den Gurt weg und bringen die Füße zum Boden. Bring den Gurt zur Seite, wir brauchen jetzt erstmal kurz nicht oder eine Weile nicht. Füße sind auf dem Boden, wie wir angefangen haben. Füße hüftbreit auseinander, Knie zur Decke. Arme sind
neben dem Körper. Und jetzt konzentrieren wir uns auf unseren Rücken. Wir bringen erstmal unsere Hände unter unseren unteren Rücken, wo wir diese kleine natürliche Kurve haben, dass der untere Rücken vom Boden weg ist. Und jetzt möchte ich, dass wir unseren Rücken nach unten drücken. Und wir machen das, indem wir unser Steißbein einrollen. Also dass die Bewegung kommt aus dem Steißbein, aus der Hüfte, dass wir rollen. Und vielleicht hebst du den ganz, ganz bisschen ab, hoch den Po. Und diese Bewegung kommt vom Steißbein. Und dann rollen wir zurück und fühlen, wie diese Lücke sich wieder öffnet im unteren Rücken. Und nochmal, wir rollen das Steißbein, wir rollen es ein, heben vielleicht sogar den Po leicht vom Boden weg, fühlen, wie unser Rücken in die Finger drückt und wir rollen uns wieder raus. Noch einmal, wir rollen das Steißbein ein, wir rollen, 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 tack. Du fühlst wie dein, du fühlst die Muskeln im dein Pelvic Floor, die Beckenbodenmuskulatur hier arbeiten und zurückrollen. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Jetzt drücken wir den Po in den Boden und fühlen, wie dieses C in deinem Rücken sich hebt. Die Schultern gehen mehr in den Rücken und die Lücke wird größer und wir rollen hier wieder raus, bis wir im neutralen Rücken sind, wo diese kleine Lücke ist. Und noch einmal ganz doll den Rücken ins C bringen, ausholen sozusagen und zurück. Bring deine Arme wieder zur Seite, neben deinen Körper, Handflächen auf den Boden, auf die Matte. Und wir fangen jetzt an, was wir gerade gemacht haben, indem wir die Lücke in deinem Rücken zwischen Rücken und Matte rausdrücken sozusagen, indem wir das Steißbein rollen. Wir heben das Steißbein ab vom Boden, wir kommen in eine ganz, ganz, ganz leichte Brücke. Wir heben den Po vom Boden weg und den Rücken vom Boden weg. Hier bringen wir die Po-Muskulatur wird angespannt, wir drücken in die Füße und wir rollen schon wieder raus. Und wir fangen an im oberen Rücken, im mittleren Rücken. Hier kannst du auch gerne deine Bauchmuskulatur anspannen, unteren Rücken. Jetzt ist nur noch das Steiß vom Boden weg und wir rollen das Steiß runter, das Steißbein runter und haben diese natürliche Bewegung im Rücken. Und nochmal, wir drücken den unteren Rücken in den Boden, indem wir das Steißbein aufrollen und wir heben uns hoch, ganz langsam. Füße drücken in den Boden, Po arbeitet, Rücken arbeitet. Und der Oberkörper kommt hoch und das, stell dir vor, dass die Brust kommt zum Kinn, nicht das Kinn zur Brust. Die Brust arbeitet. Und jetzt rollen wir heraus, fangen wieder an, oberen Rücken, der obere Rücken kommt runter, der mittlere Rücken, der untere Rücken jetzt wieder nur das Steiß gehoben und wieder rollen das Steißbein herunter. Noch einmal, roll dein Steißbein ein, drücken. Schließe die Lücke unter deinem Rücken, hebe den Po, Hüfte, Rücken ab vom Boden und wir rollen heraus, oberer Rücken zuerst, mittlerer Rücken, unterer Rücken, Steiß ist gehoben und wir rollen das Steißbein zum Boden. Sehr schön, ganz langsam den Rücken hier mobilisiert. Wir heben unsere Hände zur Decke, die Handflächen zeigen zueinander nach innen. Und hier möchte ich jetzt auch nochmal unseren oberen Rücken und Schultern mobilisieren. Und wir haben ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, wahrscheinlich sehr ähnlich, Protract und Retract. Protract heißt, wenn du deine Schulterblätter auseinanderziehst und die Finger zur Decke. Schulterblätter auseinander, du kreierst Raum zwischen deinen Schulterblättern, du machst den Rücken auch ein bisschen rund dabei. Retract heißt, dass du die Schulterblätter runterziehst, Schulterblätter zusammen. Mach das ein paar Mal. Protract, zieh deine Finger zur Decke, zieh die Schulterblätter auseinander. Retract, wieder Schulterblätter zum Boden, Schulterblätter zusammen.
Finger nach oben, protract, Schulterblätter zusammen, retract. Mach das ein paar Mal, du kannst es langsam machen oder schneller. Mach es in deinem eigenen Rhythmus, aber sei dabei die ganze Zeit sehr bewusst deiner Bewegung. Wenn du die Schulterblätter zusammenziehst, fühl, wie die Muskulatur arbeitet und fühl, wie die Muskulatur arbeitet, wenn du die Schulterblätter hochziehst, auseinander. Schulterblätter zusammen, retract. Schulterblätter auseinander, Finger zur Decke, protract. Noch einmal jede Seite oder jede Option. Vielleicht merkst du sogar, wie deine Schultern, die Muskulatur ein wenig müde wird. Und bring deine Schultern zum Boden und Hände auch zum Boden. Letzter Stretch hier. Wir bringen unseren rechten Fuß über den linken Oberschenkel, dass du wie eine 4 hast in deinem Bein. Du kannst entweder hier bleiben, du kannst auch deinen Fuß vom Boden abheben und das linke Bein in einen Tabletop bringen, in einen Tisch sozusagen. Wenn das genug für dich ist, wir stretchen unseren Po hier und über unseren Oberschenkel auf der rechten Seite. Kannst du hier bleiben, du kannst auch gerne deine Hände durch die rechte Hand, der rechte Arm geht zwischen der Innenseite vom rechten Oberschenkel und der Innenseite vom linken Oberschenkel durch das Loch und die linke Hand geht an die Außenseite vom linken Oberschenkel, dass du deine Hände hinter den Oberschenkel hältst. Oder wenn du noch mehr haben möchtest, kannst du auch die Hände ums Schienbein bringen. Aber hier ist es auch wieder, du willst, dass der Po schwer ist, auf dem Boden bleibt und die Schultern sollen sich auch nicht heben. Also wenn du dadurch, dass du um das Schienbein gehst, in so einen kleinen Marienkäfer wieder kommst, der auf dem Boden liegt, dann geh lieber hinter den Oberschenkel. Und hier ein paar Minuten bleiben. Kannst damit experimentieren, ob du die Füße flexst oder einfach hängen lässt. Ich persönlich finde, dass das relativ wenig Unterschied macht. Also es ist ganz schön, wenn man mal die Füße einfach entspannen lässt. Atme ein, dann aus durch die Nase. Und es kann auch gut sein, dass nach ein paar Momenten in diesem Stretch du denkst, ich glaube, ich kann ein bisschen mehr machen und in die nächste Variante gehst, je nachdem, wo du bist. Und das zum Intensivieren brauchst du nicht mal in die nächste Variante gehen von dem Stretch, sondern einfach, dass du das linke Knie mehr zu dir ranziehst. Das kannst du machen nur mit deinem Kopf oder deiner Muskulatur, wenn der Fuß auch wenn das linke Bein im Tabletop ist, ohne dass du das Bein hältst. Noch 3 Atemzüge hier. Und wenn du deine Hände, wenn du dein Bein und das linke Bein gehalten hast, dann zieh die Hände wieder hin, leg sie neben deinen Körper, bring den linken Fuß zum Boden und jetzt kannst du den rechten Fuß zum Boden bringen und wir machen das ganze Spiel auf der anderen Seite. Also, linken Fuß über den rechten Oberschenkel, wieder diese Nummer 4 in deinem Bein und entweder bleib hier oder heb dein rechtes Bein hoch, sodass dein rechtes Schienbein im Tabletop ist. Du kannst gerne hier bleiben oder hältst hinter dem Oberschenkel oder vielleicht sogar ums Schienbein. Aber wieder pass auf, was deine Schultern, dein Nacken, dein Po tut. Und hier auch wieder bemerke, wie deine beide Körperseiten unterschiedlich sind, aber bewerte es nicht. Ich zum Beispiel fühle, dass meine linke Po-Backe um einiges angespannter ist und die Variante, die ich jetzt mache, mehr für mich arbeitet als vorher vielleicht. Also du brauchst nicht unbedingt die gleichen Varianten auf beiden Seiten zu machen, weil unsere
Körperseitenmuskulatur ist nicht unbedingt symmetrisch. Idealerweise möchtest du schon die ähnliche Pose machen, weil du willst deinen Körper ähnlich stretchen, aber wenn eine Seite viel angespannter ist, dann ist es auch okay, eine leichtere Variante zu machen. Noch drei Atemzüge hier. Löse deine Hände, wenn du damit das Bein gehalten hast, bring sie zur Seite, rechten Fuß auf den Boden, linken Fuß auf den Boden. Kannst du gerne wieder nochmal deine beiden Knie einziehen zum Körper und dir eine kleine Umarmung geben. Und jetzt bringen wir unsere Hände, entweder wir kommen zum Knien oder zum Sitzen. Du kannst es entweder machen, indem du dich zur Seite rollst, oder wenn du magst, kannst du deine Hände in die Kniekehlen bringen und hier mal ein paar Mal hoch und runter. Ja, super. Und beim nächsten Mal, wenn du genug Schwung hast, kommst du ins Sitzen. Super. Gut. Und von hier kommen wir ins Tabletop, in den Tisch und machen hier ein paar Katze-Kuh. Aber bevor wir Katze-Kuh machen, machen wir nochmal dieses Protract-Retract, das wir gerade schon gemacht haben. Also, erstmal setzen wir die Pose richtig auf. Für Tabletop und dann Katze-Kuh, Hände sind unter den Schultern. Also Hände, Ellenbogen und Schultern sind in einer Linie. Finger sind schön weit gespreizt und Zeigefinger zeigen nach vorne. Die Knie sind hüftweit auseinander und unter den Hüften. Einatmen hier, immer schön, um mal kurz eine Pause zu machen. Und jetzt machen wir Protraction, das heißt, dass wir die Schulterblätter auseinander bewegen und den Rücken ein wenig runden. Drück den Boden weg, als wenn du den versuchst, dich vom Boden wegzusprengen. Drück den Boden weg. Now retract. Wir bringen die Schulterblätter zusammen, wir machen den Rücken enger. Und protract. Und du merkst schon, wie das fast zur Katze-Kuh wird, diese Bewegung. Aber erstmal nur aus den Schultern. Und retract, Schulterblätter zusammen. Noch einmal, protract, drück den Boden weg, drücken, 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 runde die Schultern. Retract, Schulterblätter zusammen. Und von hier kommen wir direkt in die Katze. Den Boden wegdrücken, wir runden den Rücken hier noch mehr. Kinn zur Brust, wieder dein Steißbein einrollen, wie wir vorhin gemacht haben, runder Rücken. Und wir atmen ein zur Kuh. Schulterblätter zusammen, retract, Po zur Decke, das haben wir vorhin auch gemacht und wir schauen zur Decke. Ein C im Rücken. Ausatmen, Katze, drücken den Boden weg, ziehen die Bauchmuskulatur ein. Wie ein Akkordeon bewegen wir uns. Einatmen, Kuh, wir schauen nach oben. Vielleicht beugst du deine Ellenbogen ein wenig, ich mag das gerne, wenn du es nicht machst, brauchst du es nicht machen. Ausatmen. Drück den Boden weg. Schulterblätter auseinander. Einatmen. Dieses C im Rücken. Stell dir vor, ein Babyelefant sitzt auf deinem Rücken und drückt dich zum Boden. Und ausatmen. Ziehen den Bauch ein. Machen uns rund wie ein C. Du hast ein Feuer unter dir. Und du willst nicht, dass der Bauchnabel die Schlangen berührt. Noch einmal jede Seite. Einatmen, Kuh, ausatmen, Katze. Und am Ende der Ausatmung kommen wir in einen neutralen Rücken, das haben wir auch schon geübt. Wir flexen unsere Zehen, Zehen sind runtergespannt und wir heben unsere Knie ein wenig ab vom Boden. Wir bleiben hier nur für ein paar Momente. Denk daran, weiter zu atmen. Arbeiten hier unsere Schultern, unsere Beinmuskulatur und unsere Bauchmuskulatur. Spannen die Bauchmuskulatur schön an. Noch ein Atemzug. Wenn du die Knie nicht heben magst, kannst du sie auch im Boden lassen.
Und einatmen. Und mit dem nächsten Ausatmen treten wir in die Zehen und wir schieben uns in einen herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund zeigen unsere Finger wie Tabletop für Katze Pooh. Die Zeigefinger weiter nach vorne, Finger schön weit. Und wir laufen unsere Beine hier um unsere Wadenmuskulatur, die Hinterseite unserer Beine weiter aufzuwecken. Also ein Bein beugen, das andere strecken und dann wieder zur anderen Seite. Du kannst es so schnell und so langsam machen, wie du magst. Weiter atmen. Jetzt kommen wir mal zur Stille. Mit dem nächsten Einatmen kommen wir auf die Zehenspitzen ganz doll. Wir runden den Rücken wieder in diese Protraction und wir kommen in Plank. In Plank atmen wir einen Moment. Einatmen, mit der Ausatmung drücken wir in die Hände, wir runden wieder den oberen Rücken und wir schieben uns zur Zehenspitzen und kommen in den herabschauenden Hund. Hier laufen wir nochmal unsere Füße. Schön in die Hände drücken auch. Und wir kommen zur Stille, Stillstand. Einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung rollen wir uns wieder in die Zehenspitzen. Runder Rücken, Protraction, Plank. In Plank ziehen wir dann unsere Hacken nach hinten. Wir schauen zwischen unsere Hände, wir drücken die Schulterblätter auseinander. Das ist wieder ähnlich zur Protraction. Nicht ganz so extrem, nicht ganz so ein gerundeter Rücken. Schön gerade Rücken, der Bauch ist angespannt. Einatmen, mit der Ausatmung drücken wir den Boden weg, runden den Rücken, Zehenspitzen. Wir rollen wieder in den herabschauenden Hund. Bleiben hier für ein paar Momente. Du kannst wieder die Füße laufen, wenn du magst, oder auch im Stillstand bleiben. Einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung rollen wir wieder über die Zehen, Zehenspitzen, runder Rücken, in Plank. Ziehen die Hacken nach hinten. Einmal einatmen hier. Mit der Ausatmung rollen wir die Knie nach unten und die Brust nach unten. Und wir legen uns hin. Sehr gut. Wir liegen auf dem Bauch und wir bringen die Hände unter unsere Schultern. Und einatmen, wir kommen in eine Cobra. Die Zehen pointen nach hinten und die Füße sind ungefähr hüftweit auseinander. Wir schauen nach vorne. Das Heben in unserer Brust kommt aus dem Rücken. In den Händen ist sehr, sehr wenig Gewicht. Du kannst die Hände heben. Wir schauen nach vorne. Die unteren Rippen sind immer noch auf dem Boden. Schulterblätter zusammen, ähnlich wie in dieser Retraction. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Wir drücken in die Hände. Wir kommen zum Kind. Das ist ein bisschen aktives Kind hier. Ich möchte, dass die Hände sind schön weit auseinander, die Finger sind gespreizt, wie im herabschauenden Hund. Und wir drücken in die Hände und du wirst wahrscheinlich eine Aktivierung in den Schultern merken. Wahrscheinlich hier in der Außenseite von den, von den Achselhöhlen. Höhle deine Achselhöhlen vielleicht ein wenig aus sogar. Einatmen und ausatmen hier. Mit der nächsten Einatmung kommen wir ein bisschen in den Tabletop. Wir laufen die Hände ein wenig vor und wir kommen in eine Puppy Pose. Puppy Pose ist, dass deine Hüften mehr oder weniger über den Knien und du kannst deine Unterarme auf dem Boden ablegen. Je nachdem, wie offen du in den Schultern bist, kannst du vielleicht sogar dein Kinn zum Boden bringen. Wenn nicht, ist es auch okay, dann hast du einfach diese Unterarme auf dem Boden und schaust zwischen deine Hände. Vielleicht sind sogar deine Unterarme gehoben, aber du drückst in die Hände und du fühlst wahrscheinlich ziemlich starke Arbeit in deinen Schultern. Ein Atemzug hier noch. Und von hier kommen wir, bringen deine Unterarme auf den Boden, wenn sie nicht auf dem Boden waren, und wir kommen wieder auf den Bauch.
Bring die Hände unter die Schultern. Füße sind gepointet und zeigen nach hinten. Füße hüftweit auseinander. Wir kommen noch einmal in die Cobra hier. Schau nach vorne. Schulterblätter zusammen. Ellenbogen in den Körper. Die Ellenbogen berühren die Seiten deines Oberkörpers. Wir schauen nach vorne. Du kannst gerne wieder nochmal versuchen, deine Hände hochzuheben. Oder lass sie am Boden. Und in Cobra, die Rückseite deiner Füße bleiben die ganze Zeit auf dem Boden. Du hebst sie nicht hoch. Du bleibst in Kontakt. Einatmen und ausatmen. Drückst in die Hände und noch einmal ins Kind. Aktives Kind. Hände drücken in den Boden. Okay, lauf deine Hände nach vorne und wir kommen noch ins Puppy, in die Puppy-Pose, in die Hündchen-Pose. Hände entweder deine Unterarme sind nicht am Boden, ist völlig okay. Unterarme am Boden, Kopf gehoben oder vielleicht sogar die Brust zum Boden. Eine schöne Rückbeuge und Öffnung für die Schultern. Letzter Atemzug. Und einatmen, bring deine Unterarme auf den Boden, roll dich nach vorne. Brust zum Boden, Hände unter die Schultern, Füße hüftweit auseinander, Rücken der Füße auf die Matte und einatmen. Wir heben uns auf in die Cobra. Sehr schön. Und wir atmen hier. Und ausatmen und drücken die Hände. Letztes Mal ins Kind. Und wir bringen die Hände ein bisschen weiter nach vorne für die Puppy Pose. Im Puppy Pose kannst du auch gerne die Zehen aufstellen, die Füße flexen. Das kann ganz angenehm sein, da hat man ein bisschen das Gefühl, dass man mehr Support hat, mehr Kontakt. Bring deine Unterarme auf die Matte und einatmen, wir rollen nach vorne. Noch einmal in die Cobra. Okay, wir bringen die Brust zum Boden. Bring deine Hände wie ein Kissen unter die Stirn, Hände aufeinander. Und lass uns mal kurz die Hüften von einer Seite zur anderen rollen. Ein bisschen den Rücken entspannen. Vielleicht roll deine Schultern hier auch im Liegen. Und wir bringen unsere Beine zusammen. Arme sind am Körper. Und wir fangen mal an mit dem rechten Fuß, dass wir das rechte Knie beugen, den rechten Fuß zum Po bringen und wir versuchen den rechten Fuß hinter uns zu greifen mit der Hand. Wenn das nicht geht, kannst du auch deinen Yoga-Gurt benutzen oder deinen Schal oder was auch immer du benutzt und den um den Fuß rumlupen. Das geht auch. Und wir halten hier den Fuß, vielleicht hast du sogar genug Raum, dass du den Fuß auch mit der linken Hand halten kannst, in beiden Händen. Nicht nötig, aber. Und wir halten hier den Fuß, schöner Stretch für die Vorderseite vom Oberschenkel, deine Quads. Okay, wir lassen den rechten Fuß los, bringen ihn zum Boden. Und wir bringen den linken Fuß zum Po, beugen das linke Knie. Entweder halten den Fuß in der Hand oder
mit deinem Gurt, zeigst du nochmal von der Seite. Mach eine Lasche mit deinem Gurt, bring den Fuß da durch und halte den Fuß so. Wir halten uns am Fuß, vielleicht sogar mit beiden Händen, aber wie gesagt, nicht nötig. Und um den Stretch in deinem Quad zu intensivieren, stell dir vor, dass du dein Knie, das linke Knie nach hinten ziehst. Kreier Länge im linken Oberschenkel. Okay, von hier bringen wir jetzt direkt den rechten Fuß auch in den Po. Wenn du kannst, beide Füße mit den Händen halten und hier wieder die Knie nach hinten ziehen. Und wenn du magst, kannst du versuchen, die Brust zu heben und jetzt die Füße in die Hände zu drücken und einen ganz leichten Bogen hier zu machen. Nicht so doll, aber fühl, wie das, was du, dadurch, dass du die Füße in die Hände drückst, der Stretch in deinem Quads noch intensiver wird. Einatmen, ausatmen, wir kommen schon wieder raus. Wir bringen den linken Fuß zum Boden und jetzt halten wir nur das rechte Bein, den rechten Fuß. Und du kannst versuchen, wenn du den Stretch nicht genug fühlst, in der Vorderseite von deinem rechten Oberschenkel, vielleicht den Oberschenkel von der Matte zu heben und den Fuß ein bisschen näher zum Po zu ziehen. Das motiviert, er kann das auch intensivieren, braucht man aber überhaupt nicht. Bringen jetzt auch den linken Fuß wieder dazu, halten beide Füße in beiden Händen, wenn wir können, einatmen und entweder bleibst du hier, du könntest auch einfach liegen mit beiden Füßen in der Luft, ohne dass du die Hände dazu bringst und wenn du magst, kannst du hier nochmal die Oberschenkel und die Brust vom Boden abheben und in diese leichte Rückbeuge kommen, nochmal mehr den Stretch in den Oberschenkeln fühlen. Einatmen, ausatmen, wir kommen schon wieder raus. Rechter Fuß kommt zum Boden, halten nur den linken Fuß. Ja, auch wieder, wenn du magst, vielleicht versuchen, den Oberschenkel zu heben vom Boden. Einmal bringen wir den rechten Fuß dazu, halten beide Füße in den Händen und nochmal, wenn du magst, in diesen leichten Bogen kommen. Einatmen, ausatmen, wir bleiben noch für zwei mehr Atemzüge hier, wenn du magst. Einatmen, ausatmen, einatmen, mit der Ausatmung kommen wir runter, wir lassen beide Füße los, machen wieder dieses Kissen mit unseren Händen unter unserer Stirn. Schütteln die Hüften von Seite zu Seite. Okay. Machen hier ein Schulterstretch. Und hier kannst du deine aufgerollte Decke zubringen. Wenn du magst, leg die unter deine Brust. Und wir machen mit den Armen, wir kreuzen die Arme über. Also, wie erkläre ich das? Bring deine rechte Hand zu der linken Ecke von deiner Matte und dann über darüber, dass der linke Arm über deiner über dem rechten Arm ist, den linken Arm zur linken Ecke, die linke Hand zur linken Ecke von deiner Matte. Also was du machen willst, ist, dass du deine Arme so überkreuzt und halt liegen. Und hier kann diese Decke durchaus helfen. Weil ansonsten ist der Stretch, kann der noch ein bisschen intensiver sein. Wenn du es nicht brauchst, kannst du sie weglegen. Wenn du das viel zu intensiv findest, kannst du auch einfach die Unterarme auf der Matte haben oder da einfach deine Schultern berühren, dass du mit der rechten Hand die linke Schulter berührst, linken Hand die rechte und hier liegst. Immer Optionen.
letzter Atemzug hier. Und jetzt kommen wir hier raus. Und wir kreuzen unsere Arme den anderen Weg. Also jetzt ist der linke Arm bei mir unten, der rechte Arm oben. Oder wie auch immer du es gemacht hast. Und wir bleiben hier. Und du kannst dein Kinn auf dem oberen Arm, dem oberen Arm ablegen. Und einfach entspannen. Immer schön ein- und aus durch die Nase arbeiten, atmen, sorry, und entspannen. Okay, und jetzt kommen wir heraus, bringen den oberen Arm, die Hand unter die Schulter, den anderen Arm, Hand unter die Schulter, drücken hoch. Bringen unsere aufgerollte Decke zur Seite und legen uns nochmal hin und legen mal kurz auf der Brust, solange ich gucke, was als nächstes kommt. Cool. Von hier bringen wir unsere Hände unter die Schulter. Wir drücken ins Kind, mal kurz in den Kindspose, hier wieder aktive Kindspose in die Hände drücken und fühl mal, wie sich das anders anfühlt nach diesem Schulterstretch. Und genau wie was ich vorhin schon gesagt habe, bemerken, aber nicht bewerten. Hände unter die Schultern. Kommen zum Knien und wir legen uns auf den Rücken. Genau wie wir angefangen haben. Erstmal bringen wir die Füße an die Außenkante von unserer Matte. Knie sind aufgestellt, Füße zeigen nach vorne und wir lassen die Füße, die Knie zusammenfallen. Die Knie fallen nach innen. Und wenn du findest, dass du noch ein bisschen mehr Raum hast, dass deine Hüften genug, dass da noch Platz ist, kannst du die Füße ein bisschen nach außen laufen, weit weg von der Matte und hier kurz liegen. Das ist eine andere Art, die Hüftgelenke zu bewegen. Ich mag das ganz gerne. Du könntest es auch ein bisschen dynamisch machen, indem du Oberschenkel oder ein Knie ein bisschen näher zum Boden bringst und dann den anderen, je nachdem, ob sich das gut anfühlt. Wenn du Hüftgelenkprobleme hast oder eine neue Hüfte sozusagen, dann sei sehr, 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 sehr vorsichtig. Es hat fast ein bisschen was, als wenn man irgendwie mit so einem, also irgendwas aufpumpt, finde ich, wenn man hier die Knie so ein bisschen bewegt. Und komm zur Stille, lauf deine Füße wieder zusammen, bleib wieder, dass sie ungefähr mattenweit auseinander sind. Und jetzt machen wir Windscreen Wipers, wenn es regnet im Auto, dass man halt die Regentropfen wegmacht. Also einmal beide Knie nach links, dann wechselt man über, beide Knie nach rechts und man macht so langsam und so schnell, wie es dir gefällt. Hände könnten auf der Brust sein, neben dem Körper. Schön mobilisieren. Und wenn du das nächste Mal rechts bist, beide Knie auf der rechten Seite, bleib hier einen Moment, bleib hier still. Was du hier machen kannst, wenn du ein bisschen mehr die linke Hüfte öffnen möchtest, könntest du den rechten Fuß aufs linke Knie bringen. Brauchst du überhaupt nicht. Kann sich aber ganz gut anfühlen, wenn man mag.
Okay. Wenn du deinen rechten Fuß aufs linke Knie gebracht hast, bringen wir da zum Boden. Und wir fallen bei Knie zur linken Seite und machen das Gleiche dort, wenn es sich gut anfühlt. Danach auf dem rechten Knie wieder zum Boden und bringen beide Füße in die Mitte. Wir bringen unser rechtes Knie in den Körper und strecken unser linkes Bein aus. Und wir können, entweder kannst du beide Arme auf der, neben dem Körper haben oder auf der Brust. Du könntest deinen Finger ums Schienbein bringen und zieh das Knie zu dir. Und zieh es in den Körper. Es ist eine schöne Massage für die Organe in deinem Bauch. Und wir können es vielleicht auch versuchen, wenn du das Knie schön eng an den Körper kriegst, ob du vielleicht ich mag ganz gerne meinen Unterarm ums Schienbein zu bringen und dann halte ich meine Hand oder vielleicht den Unterarm ein bisschen über dem Handgelenk meinen rechten Unterarm gerade über dem Handgelenk mit der linken Hand und kann so mein Knie noch ein bisschen näher reinziehen. Hier würde ich sagen, flex beide Füße. Das fühlt sich ein bisschen aktiver an und als ob es das mehr unterstützt. Aber wenn du das nicht magst, brauchst du es machen. Natürlich, wenn es sehr eng das Knie in den Körper ziehen, sich im Knie und oder in der Hüfte doof anfühlt, dann mach weniger intensiv. Okay, und lass los, wo auch immer du deine Arme oder Hände gehalten hast, streck das rechte Bein aus, bring das linke Knie in den Körper und hier wieder entweder Arme neben dem Körper oder auf der Brust und einfach das Knie gebeugt lassen. Hände ums Schienbein bringen und zieh das Knie, wenn du magst, in den Körper und bring, wenn du magst und kannst, den Unterarm ums Knie und halt vielleicht mit der rechten Hand den linken Unterarm und zieh das hier rein. Jetzt bringen wir das rechte Knie dazu und ziehen beide Knie in uns hinein. Und wie am Anfang, runde den Rücken nicht zu sehr, ein wenig ist normal, aber nicht wie ein Käfer. Die Schultern bleiben auf dem Boden, der obere Rücken bleibt auf der Matte, der Hinterkopf bleibt auf der Matte. Jetzt strecken wir nochmal das linke Bein aus, das rechte bleibt im Körper. Wir bringen die linke Hand auf die Außenseite des rechten Knies und wir kommen in einen Belly Twist. Und hier kann jetzt der Po sich absolut heben. Du liegst auf deiner linken Hüfte. Bring den rechten Arm in der gleichen Linie wie deine Schulter zur Seite, streck ihn aus, Handfläche. Das mit der rechten Hand zeigt zur Decke. Und wir gucken zur rechten Seite. Du kannst deine linke Hand auf deinen Bauch legen oder auf dem rechten Oberschenkel lassen. So intensivierst du diesen Twist, diese Drehung ein wenig mehr. Wir kommen
ganz vorsichtig wieder auf den Rücken, bring den Rücken nochmal unser rechtes Knie in die Brust, bring rechtes linke Knie dazu, beide Knie ziehen in die Brust, können vielleicht ein bisschen von Seite zu Seite wackeln hier. Und wir strecken unser linkes, rechtes Bein aus, rechtes Bein, linkes Knie ist in die Brust. Rechte Hand geht auf die Außenseite des linken Knies und wir bringen das linke Knie zum Boden oder in Richtung Boden. Linker Arm ist gerade, Handfläche zur Decke, linker Arm ist in einer Linie mit der Schulter. Wir gucken nach links, wenn es angenehm ist für den Rücken, für den Nacken. Und wir bleiben hier. Und kannst, wie gesagt, wie gerade auch, Hand entweder auf die rechte Hand auf die Brust, auf den Brustkorb bringen oder auf dem Knie, auf dem Oberschenkel bleiben, um diesen Stretch zu intensivieren. Und du bist auf der linken Hüfte hier. Das ist ein Twist, das ist in Ordnung, wenn sich hier der linke Po hebt. Ganz, ganz langsam wieder in die Mitte. Bring beide Knie wieder in den Körper. Und vielleicht bringen wir die Beine hier auseinander und kommen in ein Happy Baby. Für Happy Baby kannst du deine Waden halten. Die Beine sind richtig weit auseinander, als ob du in einer Kniebeuge, im Squat bist. Du kannst auch die Knöchel halten oder die Außenseite deiner Füße, aber die wenn du die Außenseite deiner Füße hältst oder egal wo du hältst, deine Arme sind auf der Innenseite der Knie. Und selbst wenn du die Außenseite der Füße hältst, die Arme sind immer noch zur Innenseite deiner Knie. Und hier zieh wieder deine Oberschenkel zum Körper. Nochmal diese Kompression im Oberkörper. Wenn du magst, kannst du hier ein bisschen Bewegung in dein Happy Baby bringen, von einer Seite zur anderen Seite schaukeln. Wenn du irgendwann auf einer Seite landest und das Gefühl hast, du hängst fest, dann zieh einfach ein bisschen mehr an dem Fuß auf der entgegengesetzten Seite und das hilft dir, wieder ein bisschen hochzukommen. Schön schaukeln hier. Und vielleicht nochmal zur Stille kommen, in der Mitte. Schöne Hüftöffnung hier. Und wir lassen die Füße los. Wir bringen die Füße zur Matte. Strecken die Beine aus. Wir machen hier ein kurzes Shavasana. Im Shavasana sind deine Füße Hüft- bis Mattenweit auseinander. Die Füße fallen auseinander. Die Hände zeigen zur Decke. Handflächen zeigen zur Decke. Arme sind ich weiß nicht, so 15 cm, 20 cm von den, oder die Hände von den Hüften entfernt. Dein Kinn ist leicht eingezogen, sodass du einen schönen, geraden Nacken hast. Vielleicht hebst du deine Schultern hoch und legst sie nochmal ab. Schön breiter Rücken. Und schließ gerne deine Augen und atme hier. Du kannst gerne durch deinen Körper fahren, deinen Körper scannen, schauen, ob irgendwo noch letzte Anspannung ist und diese loslassen. Wenn du fühlst, dass du die Spannung im Gesicht hältst, in den Lippen und im Kiefer, könntest du auch einfach mal durch den Mund ausatmen, indem du ein bisschen, dass die Lippen so flattern wie ein Pferd. Ja, atme aus, öffne den Mund und streck die Zunge heraus mit einem H. Wie ein Löwe. Jetzt bleib hin für ein paar Momente.
Atemzug. Ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Bring etwas Bewegung in deinen Körper, Finger, Handgelenke, Zehen und Fußgelenke. Bring deine Füße zusammen und Hände über den Kopf. Streck dich ganz, ganz lang, ganz lang. Und lass los. Bring die Knie in den Körper. Zieh noch einmal die Knie zu dir. Schaukel von Seite zu Seite. Wenn das nächste Mal auf der rechten Seite ist, dann lass die Füße, die Knie zu rechts fallen. Kopf auf den rechten Oberarm. Linke Hand vor die Brust. Einatmen. Ausatmen, wir drücken hoch. Wir kommen ganz langsam zum Sitzen. Und wir atmen hier. Und mit der Einatmung, mit der nächsten Einatmung machen wir einen Kreis mit den Händen. Dann ziehen wir die Hände nach unten. Bringen unsere Finger zwischen die Augenbrauen, zum dritten Auge, für klare und liebevolle Gedanken. Wir bringen die Daumen zum Halschakra, für klare und liebevolle Worte. Wir bringen unsere Hände, unsere Daumen zum Herzen, zum Herzchakra, für klare und liebevolle Worte für andere und für uns selbst. Wenn du magst, kannst du dich verbeugen mit Dankbarkeit an Yoga und Dankbarkeit an dich selbst, dass du dich heute bewegt hast. Danke! Mhm.